Genau, wir haben EventSync entwickelt. Ganz einfach aus dem Problem, viele kennen es, jetzt bei euch in der Umgebung. Ich meine, wir sind jetzt alle nach Berlin angereist. Es ist doch häufig so, dass wir uns schwer damit tun, Events für Jugendliche zu finden. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen eine Plattform, mit der es möglich sein wird, genau, Events quasi bundesweit zu synchronisieren. Aktuell haben wir uns das einmal auf Berlin spezialisiert. Da könnt ihr auch alle mal mit eurem Handy den QR-Code scannen und könnt mal auf der Plattform schauen. Dort seht ihr nämlich schon eine Karte, wo wir einige Events eingetragen haben. Und da können wir jetzt gleich mal eine Live-Demo geben. Genau, so sieht unser aktueller Prototyp aus. In der Mitte sehen wir quasi eine Karte mit allen Events, die für Jugendliche zur Verfügung stehen. Und auf der linken Seite sehen wir eine Liste mit Events, die eben angeboten werden. Da können wir durchscrollen, können uns das anschauen. Wir sehen verschiedene Tags, beispielsweise Programming. Wir sehen verschiedene Tanzangebote und haben auch die Möglichkeit, das Ganze zu durchsuchen. Und wenn wir jetzt ein spannendes Event gefunden haben, zum Beispiel da unten ist Jugendkino, kannst du einfach mal eingeben, Jugendkino. Genau, dann klicken wir hier drauf und dann scrollt er zum entsprechenden Punkt. Und ich habe dann die Möglichkeit, mich oben rechts mit einem Account einzuloggen und das einmal auf meine Favoritenliste hinzuzufügen. Genau, das wäre jetzt einmal mein Account. Genau, suche gerade nochmal Jugendkino raus. Und dann hat er jetzt die Möglichkeit, das einmal zu liken und ihr seht, dann taucht es hier in Rot auf. Jetzt, wie funktioniert das Ganze? Wir haben die Möglichkeit, dass quasi erstmal jeder neue Einträge hinzufügen kann. Auf neuen Eintrag und ihr könnt quasi jetzt Informationen angeben, wie zum Beispiel ja, Jugendhack, die aktuelle Veranstaltung, die wir hier heute haben. Eine kurze Beschreibung, damit auch jeder weiß, worum es geht. Jetzt hier in dem Fall findet das Ganze in Berlin statt. Und da kann man dann aus dem Dropdown-Menü die genaue Adresse eben auswählen. Wir haben eine Ortsbeschreibung, falls wir jetzt hier in so einem Jugendkulturhaus sind, wie zum Beispiel hier, dass das Ganze beispielsweise im ersten Obergeschoss stattfindet. Hier dann ein Herausgeber, einen entsprechenden Zeitpunkt, eben die üblichen Informationen, die ihr hier auch auf der linken Seite gesehen habt, dass das Ganze dann eben auch auf der Karte richtig angezeigt werden kann. Jetzt zum Beispiel hier Text, Programmieren beispielsweise, können wir angeben, Spaß und Hacken. Und mit der Website haben wir dann die Möglichkeit, das eben direkt über unser Portal auf die entsprechende Angebotswebseite weitergeleitet werden kann. Jetzt haben wir die Möglichkeit, oben rechts in das Admin-Dashboard einmal zu wechseln. Und hier sehen wir jetzt ja, unten alle aktiven Events, die ja, im Prinzip auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden. Wir können ja, die rauslöschen, wir können sie entsprechend genau hier anpassen. Und oben haben wir jetzt die Möglichkeit, eben die ausstehenden Events, wie er jetzt Jugendhack 2024 angelegt hat, einmal zu genehmigen, sodass das dann eben auch für alle zugänglich ist. Mit dem Button oben auf Zurück sehen wir dann auch, dass Jugendhack entsprechend in der Liste aufgetaucht ist. Genau, hier unten, wenn du einmal draufklickst, sehen wir hier, mitten in Berlin findet Jugendhack statt. Genau, dann möchte ich einmal übergeben und wir sprechen einmal durch, wie das Ganze auf technischer Ebene funktioniert. Genau, unser Programm ist aufgeteilt in das Frontend und das Backend. Das Frontend habt ihr gerade eben gesehen, das ist eigentlich alles, was der User sehen darf. Und das schickt dann die Inputs vom User weiter an das Backend. Das haben wir mit Python programmiert und dort werden die Daten verarbeitet und in einer SQL-Datenbank gespeichert. So, jetzt der Tech-Stack. Wir haben OpenStreetMap, OSM, benutzt, um die Karte, die von euch gesehen, glaube ich, auf der rechten Seite war, einzubinden. Next.js fürs Frontend, also für das Design der Website. TypeScript ebenso fürs Frontend. SQLite ist die Datenbank, also wo wir dann Events, User, ist der User ein Admin, ist der User kein Admin, ist das Event approved, ist es das nicht, eintragen. Python fürs Backend, genauer gesagt FastAPI, das ist das Package, das wir dafür verwendet haben, die API zu schreiben, womit dann die ganzen Anfragen gemanagt werden. Und am Ende haben wir das ganze Backend dann noch schön dockerized und verpackt. Dann noch ein paar Worte gerade zum Frontend, wie ihr es gerade gesehen habt. Wir haben eben auf der rechten Seite einmal die Eventliste, beispielsweise jetzt hier ein Event mitten in Berlin. Wir haben den Event-Einträge auf der linken Seite. Wir haben eben unser Login-System, bei dem es verschiedene Nutzergruppen gibt mit auch verschiedenen Berechtigungsstufen, wie zum Beispiel eben dem Administrator, der die Möglichkeit hat, eben die Events freizugeben oder auch die anderen Nutzer zu verwalten, zu löschen und eben zu moderieren. Wir haben die Tags, die durchsuchbar sind, die externen Links, die eben auf die Partnerseiten weiterleiten.
und das Like-System, um sich eben eine persönliche Sammlung an Events zu bauen, die eben einen ansprechen oder einem gefallen. Genau, das Backend bekommt dann vom Frontend die Get-Posts oder Delete-Requests und dabei ist manchmal sehr wichtig zu gucken, ob der User, der die Anfrage schickt, überhaupt ein Administrator ist. Und deswegen ist in der SQL-Datenbank mit jedem User dann natürlich auch gespeichert, ob er Admin ist. Und wenn das stimmt, dann können natürlich auch die richtigen Daten weitergegeben werden oder Kommandos ausgeführt werden. Um uns für das Ganze zu organisieren, haben wir die Plattform GitHub und Git benutzt. Git ist ganz einfach gesagt einfach ein Tool, mit dem man seinen Code versionieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Version habe, die funktioniert, dann speichere ich die einmal. Und wenn ich dann später alles zerschieße, dann kann ich einfach auf die alte Version zurückgehen, wo wieder alles geht. Und dann ist wieder alles gut. Und GitHub erlaubt das einfach dann praktisch hochzuladen, damit andere das darauf zugreifen können und man mit mehreren Leuten an einem Code arbeiten kann. So, nochmal zum Ausblick. Im Moment waren das ganz viele ausgedachte Daten, die ganzen Testdaten hier, die wurden von ChatGPT generiert, also würden wir in Zukunft auch nochmal versuchen, tatsächliche Daten hier reinzuholen in das Programm, sodass ihr natürlich auch alle neue Events und Gruppen finden könnt in einem zentralisierten Ort. Das war nämlich genau der Sinn und Zweck der Sache. Und wir wollten uns nochmal bei Alex bedanken, dass er so viel mit uns durchgemacht hat und uns 3 Tage lang ausgehalten hat. Und ja, das war's eigentlich, nicht? Ja. Danke fürs Zuhören. Ja.